Simonswald liegt mit dem Schwarzwald, im südlichen Schwarzwald, 20 Kilometer nordöstlich von Freiburg. Genauer gesagt zwischen Waldkirch und Furtwangen. Die Umgebung von Simonswald ist landwirtschaftlich geprägt. Wir haben viele Wiesen, viele Wälder und man sieht auch viele landwirtschaftliche Flächen. Das heißt, ein paar Äcker noch dabei oder Grünschnittwiesen, viele Blumen auch natürlich, weil wir hier auch die Blumen dann blühen lassen. Es ist ganz schön, wenn du hier am Weg entlang gehst, siehst du noch richtig schöne Blumen. Fitschdienerhof gibt es schon seit dem 18. Jahrhundert. Der wurde abgetrennt vom Schwanenhof. Ist kein sehr großer Hof, aber dennoch war es praktisch groß genug, um eine Familie zu ernähren. So wie er jetzt bewirtschaftet wird, ist es seit 1965. Meine Eltern haben den Hof neu aufgebaut auf der alten Grundmauer und habe dann einen kleinen Gästebetrieb betrieben und habe dann später in den 90er Jahren das erweitert. Die Landwirtschaft wurde ein bisschen zurückgeschraubt und der Gästebetrieb wurde dann erweitert. Unser Konzept ist sehr offen, das heißt, die Leute sind ein Teil vom Haus. Sie nehmen teil am Ablauf vom Haus, wenn sie das möchten, jedem freigestellt. Sie helfen mir, wenn es geht, also ich bin froh drum, wenn sie mir ein bisschen helfen, abräumen oder ein bisschen aufdecken. Das tut mich entlasten. Urlaub auf dem Bauernhof hat ganz vielfältige Gründe. Zum einen, man sieht jetzt nach neuer Studie, Kinder im Kleinkindalter, die sind gut beraten, in den Kuhstall zu gehen, damit ihre Abwehrstoffe gefordert werden. Das ist ein wichtiger Aspekt, zum Beispiel wegen Allergien, dass man die versucht zu minimieren. Auf der anderen Seite, man lebt mit in der Natur, mit den Tieren, man lernt die Tiere kennen. Man hat eine Erfahrungsmöglichkeit, die sich in der Stadt oder im Zoo nicht bietet. Man hat Zeit für die Familie miteinander zu erleben, weil im Alltag natürlich auch Kinder in der Schule, Kindergarten oder auch im Beruf alle gefordert sind und ein gemeinsames Miteinander oftmals nur sporadisch möglich ist. Das Trampolin ist der absolute Renner. Die Kinder lieben es. Es macht richtig Spaß auf dem großen Trampolin, das hat eine Breite von 4,30 Meter, bis gesagt ein Durchmesser, und ist auch gut gesichert durch das Netz. Die Schaukel haben wir schon lange, die haben wir schon 4-5 Jahre. Die ist ganz schön, weil die so einen ganz langen Schwung hat. Das ist anders wie bei einer so einer Bling-Blang-Schaukel, sondern die hat eine ganz tolle, lange, gleichmäßige Schwung. Das kommt durch die Höhe. Und die Kinder finden das richtig toll. Die Kühe, die heißen bei uns alle Muku. Der Muku hier, der Muku da, der Muku überall. Die Kühe, die jetzt bald Kalbe, haben wir getrennt von der anderen, von den Bullen und von den Teenagern unten. Das sind unten bei der Mühle haben wir die. Wenn die Kalbe, dann gucken wir, dass die Kälber dann auch schön die Milch trinken von der Kuh und dass sie dann im ersten Lebensabschnitt gut begleitet werden. Die Pferde sind im Rahmen von unserem ganzen Bauernhof ein Teil. Die werden auch dann ein-, zweimal geritten, wobei ich das Pferd am Hals dafür, damit auch wirklich alles sicher ist. Die Hasen, die haben wir extra hier unten oder auch im Stall angebracht, damit die Kinder die füttern können. Die Hasen haben verschiedene Namen. Für mich heißen sie alle Hubbel, die Kinder geben aber auch andere Namen wie Möhre oder Dicky oder was auch immer. Wir haben auch noch zwei Meerschweinchen, die Quiek, Hommel und Bommel oder Bommel und Lommel oder was auch immer. Die kriegen auch ihre eigenen Namen, immer von den Kindern, die gerade da sind. Ja, wir haben eigene Hühner, da machen wir jeden Morgen um 10 Uhr das Hühner-Eiersammeln. Die Ziegen, die heißen bei uns Mac-Mac. Die Mac-Macs sind richtig witzig. Sie fressen uns bloß die Blume oder auch die Stachelbeere oder alles, was sie nicht sollen, das fressen sie. Das ist nicht immer einfach, darum haben wir sie jetzt extra auch nochmal eingezäunt, dass die keinen Schaden und Unfug anrichten. Unsere Schweine sind im Schweinestall. Wir haben sie aber auch sehr gerne im Wurstdarm oder in der Bratwurst, da sind sie richtig lecker. Sie kriegen schön Kartoffeln, die man selber kochen im Backhaus unten und natürliche Sachen wie Salat oder Brennnessle und andere Sachen, die gut für eine ausgewogene Ernährung sind. Das Brotbacken hat bei uns alte Traditionen. Ich habe es von meinem Papa übernommen und er hat es von seinem Papa wieder übernommen. Und da haben wir einen alten Backofen, der wurde 1998 erneuert.
Die Teigmaschine, die haben wir von einer alten Bäckerei. Die ist ein bisschen zu groß, aber für unsere Verhältnisse gerade noch, dass wir es lassen können. Brotbacke geht über einen halben Tag, bei uns etwa ca. 6 bis 8 Stunden. Wir fangen an mit dem Vorteig. Der wird dann mit Mehl, Sauerteig und Hefe angerührt und ca. 2 Stunden stehen lassen. Danach mache ich den Hauptteig. Der Hauptteig wird dann praktisch ergänzt mit Mehl, Wasser und Salz und wird ca. eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde geknetet und dann ruhen gelassen. Das geht wieder ca. 2 bis 3 Stunden. Danach wird das Brot ausgeformt. Die Kinder nehmen daran teil, wenn sie Lust haben. Und es ist ein riesiger Spaß, auch mal zu sehen, wie fühlt sich ein Brot an, wie kann man es zu einer Kugel formen oder wie kann man das irgendwie zum richtigen Brot kneten. Mache die Brote auf dem Blech, damit mir die Brote nicht unten anbrennen. Dazwischen mache ich extra noch ein bisschen Mehl, damit praktisch wie ein Puffer ein bisschen Luft zwischen reinkommt. Danach bringen wir die Brote unten ins Backhaus und werde sie dann einschießen, sagt man da dazu. Oder wir schieben sie halt ein mit dem Blech und lassen sie ca. eine Stunde bis eine Stunde, 15 Minuten garen. Habt ihr auch ein Brot? Ha? Die Lara hat auch ein Brot. Guck mal. Ha? Ja. Super. Ein Viertel nach 10 und die andere Viertel vor 11. Essen muss Spaß machen und Essen muss auch gelernt sein. Ich habe mir darum auch gesagt, lerne erst mal kochen, dann kannst du auch richtig essen. Auch das ganze Essen wird jeden Tag frisch zubereitet. Das wird also nicht irgendwie dann zusammengemischt, sondern es wird wirklich immer jeden Tag zusammengestellt und auch, dass das gesamte Menü dann auch ausgewogen ist. Alle Zutaten sind frisch. Und man kann auch schön sehen, jetzt wie am Herd, dass die Sache wie bei der Oma auf dem Feuer oder auf dem Holzherd zubereitet werde, so wie sie früher dann auch langsam und gesundheitsförderlich dann praktisch auch zubereitet werde. Unsere Mühle macht Strom. Unsere Mühle hat im Jahr eine Produktion von 20.000 Kilowatt. Dadurch können wir unseren eigenen Bedarf decken. Darüber hinaus haben wir oben noch Solarstrom und haben noch Biomasse. Wir haben eigene Hackschnitzel, die wir dann für die Heizung verwenden. Insgesamt produzieren wir sogar mehr regenerative Strom, als wir selber verbrauchen.